Moschi, Moschi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Softbar, die rektakuläre Zerreißprobe. Wir sind auf dem Weg. Zum Spiegel zu gehen. Nachdem wir uns hier umgeguckt haben. Er sagt jetzt gar nichts mehr. Letztes Mal hat er direkt gemeckert. Ging zum Spiegel. Okay, wir gehen zum Spiegel. Du dachtest dir, wird mich hier jemand lieben? Und dann hörtest du ein Geräusch. Aber es war ein Babywein. Und da gehen wir jetzt hin. Auf dem Flur saßen zwei Kerle ein hilfloses Baby angreifen. Du musstest unbedingt eingreifen. Du wusstest, du kannst sie aufhalten und benutztest zum ersten Mal deine neu entdeckten Kräfte. Yay. Du musstest ihnen das Handwerk legen. Den größten hast du in eine Eiszelle gesperrt. Eiszelle gesperrt? Das hört sich lustig an. In der Kälte gefangen, musste der Eindringling tatenlos aussetzen. Hey, du kannst Leute nicht einfach so überspringen. Ja, für wen hältst du dich überhaupt? Die Einbrecher kamen näher. Nah genug, um von einer Sandfalle erwischt zu werden. Sandfalle? Sieht auch gut aus. Ich glaube, das Kind hat irgendwie Macht über Eis und Erde. Ja, habe ich auch. Unmöglich. Unmöglich. Du hast dich schnell geheilt und deine Kräfte gesammelt. Reinigen, Heil verbündet oder einen selbst verstärkten Angriff. Da geht's nicht. Dahin? Warum muss ich dahin? Angriffsverstärkung. Ich glaube, ich gehe mal hier rüber. Oh Mann, endlich darf ich dem Scheißkind eine reinzimmern. Du Ulti. Hast dich einfach weggesteckt und deinen ultimativen Angriff vorbereitet. Mit der Kraft von Eis, Wasser, Blitzen und Erde entfesseltest du einen elementaren Ansturm. Jetzt bin ich gespannt. Na bitte! Geil! Unterkühlt, geschockt. What the fuck? Oh, ich bin geschockt! Easy. Ja, ja, bla bla, okay. Du hattest gesiegt. Du nahmst das Baby, um es in Sicherheit zu bringen, und dann passierte das Unvorstellbare. Du sahst deinen Dad, deine Mom ficken. Und ab da musstest du mit dem Trauma leben, dass du, weil du ein Baby gerettet hast, nicht verhindern konntest, dass dein Dad deine Mom fickt. Ziemlich krass, Mann. Tut mir echt leid. Du willst bestimmt wissen, wieso. Wieso dein Dad deine Mutter gefickt hat. Aber die Antwort musst du selbst finden. Cool and Friends Alarm! Cool and Friends Alarm! Ernsthaft, Leute! Alarm! Alarm! Cool and Friends Alarm! Ihr Kuhn, was ist los? Kuhn, die Freedom Pals! Was haben sie diesmal getan? Kommt schnell zur Main Street, beeilt euch! Wir kommen! Kuhn! Ende! Okay, es könnte sein, dass du deine neuen Kräfte gleich brauchst. Mir nach! Was? Drücke Tab. Kann ich jetzt zwischen den hin und her switchen? Wähle die Kräfte-App aus. Du hast 4 Plätze für Kräfte zur Verfügung. Oh lol. Nutze links und rechts, um die Kraft zu wählen, die ersetzt werden sollen. Drücke dann Leertaste. Wähle eine neue Kraft und drücke Leertaste, um sie auszurüsten. Wenn du mit der Auswahl deiner Kräfte fertig bist, drücke zum Verlassen Tabulator. Boah. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Okay. Wir haben nicht fertig.
Kräfte. So, ich nehme die Ulti mit. Brutal, statt dem brutalen Schlag könnten wir die Eisgefangenen Power chillen ist ein Effekt, den er dabei Schaden und Glück. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich mache das Eisgefängnis und da die Sandfalle hat, glaube Feind und ich mache das so. Aber den Kopfstoß will ich behalten. Charakterbogen. Arsch. Machtquelle Arsch. Das habe ich doch nie ausgewählt, oder? Okay. Okay. Auf zum Main Street. Nicht trödeln, Wunderarsch. Nein, ich bin dir direkt auf den Fersen. Aber ich will ein neues Kostüm. Und zwar, warum habe ich jetzt nicht die Elementarist-Robe? Die sah nämlich cool aus. Mano. Will ich jetzt das hier? Das ist die Wunderarsch-Kapuze. Dann will ich... einen himmlischen Anzug? Oh, ich bin noch nicht fertig. Und Hände? Ich nehme weiße Hände. Nein, rote Hände. Ja, das ist gut. Die habe ich noch nicht angeklickt. Okay. Accessoires. Sieht man eh nicht. Sieht man nicht. Haare sieht man auch nicht. Also egal. Bärte, die wird, sieht man auch nicht. Basis-Make-up sieht man auch nicht. Haare. Wir haben neue Haare bekommen. Da. Wow, sieht man nicht. Lass mal. Lass mal. Crafting. Wir können das verstärken. Kostüme. Wir können mehr. Oh Gott. Netdeck-Anzug. Netdeck Hand. Wo haben wir das denn her? Netdeck Helm. Komm, die craften jetzt alle mal. Wir haben doch die. 30? Krass. Eins. Okay. Ach, das war jetzt wieder freigeschalten, weil wir den nächsten Rang erreicht haben? Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Virtuoses Uhrwerk. Schafft weitere Zutaten. Warum ist das? Achso, das ist ja alles so hell. Okay. Okay, wir sind hier fertig. Hinterher! Hier lang, Wunderarsch, Richtung Bushaltestelle! Okay. Ich bin dir direkt auf den Fersen. Ich habe deinen Schwanz gerade noch gesehen. Mein Kuhn sind dröhnt. Die Freedom Pairs sind unterwegs. Es wird zur Konfrontation kommen. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, hier lang. Zur Bushaltestelle. Begleitmissionen sind zum Kotzen. Begleitmissionen sind zum Kotzen. Warte, wo wohnt ein Kleid? Kleid. Hier. Okay. Weil wir haben den Garagenschlüssel. Ach, verdammt, gleich da. Geh zur Hauptstraße, Wunderarsch, und mach deinen Arsch gefechtsbereit. Ja, noch ein bisschen. Kommt mir vor. Nicht da lang, Hauptstraße. Die Freedom Pearls sind auf. Scheiß auf Hauptstraße, ich will erstmal in die Garage. Wenn du dich entscheidest, kein totaler Vollidiot mehr zu sein, dann triff mich mit einfach hier. Ich fall die Fette fliegen, Wunderarsch. Ich will. Hier noch. So. Hallo, ich bin Tauli, dein Spielkumpel. Siehst du den roten Riss? Für den brauchst du eine richtig fette Explosion. Ja. Passt doch. Arcanik-Anzugrezept. Arcanik-Kopfbild. Oh, das sah aber cool aus. Brauche ich für hier auch eine fette Explosion? Ich benötige eine neue Fähigkeit. Manno. Aber das Kostüm sah cool aus. Nee, nicht das. Das muss man erst craften. Craften? Kostüme? So. Den Kopf will ich auf jeden Fall haben. Was ist er denn? Hier. Farbe ändern. Z. Die bleibt weiß. Und die will ich in schwarz haben. Ne, in rot. Rot.
So. Halt. Hä, warum hat das... Ich wollte die in weiß haben. Weiß, nicht grau. Ist das das Weiß? Ich will das gleiche Weiß wie da unten. So. Okay, und dann hätte ich gern noch, ja. Was gehört da dazu? Das hier. Nee, ich bleib dabei. Hände möchte ich dann aber, glaube ich, auch in Weiß haben, ja. Dann hätte ich gern, nein. Halt! Och Mann! Ich drücke mal die falsche Taste. Ich hätte gern... Fuck, wo war denn die Augenklappe? Ach, bei Accessoires. Zack, die hätte ich gern weg. Nein, können wir auch dran lassen. Ich kann auch dran lassen. So sehen wir gar nicht. So sehen wir echt cool aus. So. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Meistercrafter. So. Ich finde, wir kommen gerade echt schnell voran. Wir haben voll viele Quests gelöst. So. Moin. Wir sollten als Duo arbeiten, erinnerst du dich, Twig? Ja, ich weiß. Tyrion. Du hättest mir folgen sollen, als ich Coon & Friends verlassen habe. Ich mag Coon & Friends. Weil du deine eigenen Filme hattest. Zum Glück bist du hier. Die gehen voll ab. Super Craig musste Filme haben, bevor Wonder Twig vorgestellt wurde. Es hätte sonst keinen Sinn gemacht. Eure ganze Gruppe macht keinen Sinn. Weil du ein Verräter bist und jetzt bist du bei den Superverrätern. Ihr habt doch angefangen. Ihr habt doch bestimmte Superhelden besser behandelt als andere. Wir waren's nicht, die diese scheiß Franchise verlassen haben. Eric, du musst mir zuhören. Ich kommuniziere mit dir per Telepathie. Raus aus meinem Kopf. Dein Franchise bringt es nicht. Stell dich der Wahrheit, Eric. Ihr seid einfach totale Spastis. Timmy hat uns eben Spastis genannt. Hat er? Na gut, du Mistkerl. Ja. Timmy! Was für ein Wichser. Kümmert euch um diese Arschkratten. Befriege die Freedom Paws. Gerechtigkeit von oben! Ich lege das Immunsystem von jemandem lahm. Die sind ganz schön heftig. Wir könnten die zwei anekeln. Das ist mega gut. Kacke, mega Scheiße, gut. Alter! Ich bin Wonder Twig, Verfechter der Gerechtigkeit! Scheiße! Ich bin voll cool. Moment, ich bin verwirrt! Der Neue wird euch vermöbeln, Freedom Pals! Okay. Wenn ich... So. Ah, shit. Machen wir nicht. Nee, geht nicht. Nee, Mano. Ich könnte den hier machen. Die Kopfrahmen bringt nicht viel. Ich mach den Eisblock auf Mysterion. Nein! Lass dich nicht von Cartman täuschen! Ich hab's nicht geschafft. Es ist keine Zeit! Keine Zeit? Wie sieht's bei euch aus mit Gesundheit? Nicht so gut. Ich hätte gern 2 in einer Reihe. Also wenn ich den angreife... Ne, ich heil lieber. Und zwar heil ich... Mosquito. Ja, komm. Wohl bekommst! Komm zurück. Du bist der Wind unter meinen Moskitoflügeln. Mysterion ist unterkühlt. Und angewidert. Tja, was machst du jetzt? Auto! Auto! Ich mag Mysterion voll. Los, hopp jetzt! Ich hab noch was vor heute. Halt's Maul, es ist Civil War, Arschloch. Okay! Okay! Wer ist es? Super Craig! Super Craig. Super Craig. Könnte dem eine auf die Fräse hauen? Könnte ich ein Schild holen? Könnte den zurückhauen? Komm, wir hauen jetzt einfach dem auf die Fräse. Federfaustschlag! Ich lasse es jetzt krachen! Tupperdose? Nein! Na, tolles Kino. Wie geil! Ich nehme meine Blutprobe! Alter, mach mal halblang! So, das heißt. Warte. Wo ist denn hier hin?
Dann können wir die beiden treffen. Mega gut. Zika-Infekt. Ach, shit, der hat Lebensraub, ich Idiot. Egal. Jetzt kommt die Truppe. Ich werde über das Böse triumphieren. Und damit meine ich dich. Wen mich? Nein. Au, denk an Sonne und eine heiße Braut im Bikini. Okay, aber der muss sich nicht bewegen. Du kämpfst auf der falschen Seite. Ach so, doch. Passt doch. Ich dachte gerade so, hä? Aber ich könnte aber auch... Noch besser! Treffe ich alle drei. Hier kommt Mysterio! Hat er wohl das sogar übersprungen, dass er... Boah, macht der Schaden. Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Super Craig, einsatzbereit! Ja, Super Craig, du musst jetzt irgendwas machen. Wer kommt danach? Danach kommt die Tupperdose und dann kommt Mosquito. Okay, dann hauen wir den nach hinten. Oder? Ja, komm. Gib ihm. Craig, nein! Deine Schläge sorgen für kleine Blutlachen unter ihrer Haut, Super Craig. Perfekt zum Trinken. Oh, was ist das? Sorry, Neuer, aber du bist einfach im falschen Team. Ich geb dir gleich meine Sektklasse startklar. Nee, du haust hier jetzt erstmal den so fett aufs Maul. Frissen und weg. Schon mal weg. Das hab ich und du hast dich geheilt. Mega gut. Ein Sturm zieht auf. Oh, oh. Blitz und Donner. Lahm. Das ist nicht ganz so nein, schlimm. Nein, du bist lahm. Du bist der lahmste Lahm aus aller Zeiten. Das war auch lahm. Wir können... Ja, eigentlich machen wir es so. Ach, scheiße, wir haben ja die neue Ulti. Super Arsch sieht tot aus. Super Arsch ist auch tot. Ich muss sagen, da brennt ein bisschen Zorn in mir. Zack. Wir brauchen nicht meine Ulti. Scheiß auf die Ulti. Wir haben sie ohne dich besiegt. Du hast gewonnen. Wir haben ein Mysterium. Fanfiction über Super Craig und Wonder Tweak. Oh. Fast gute Arbeit, neuer. Allmählich hast du den Dreh raus? Mhm. Warte mal, was ist mit Kuhn? Scheiß auf Kuhn. Oh, scheiße, schnell. Kuhn, was ist passiert? Timmy ist davon gekommen. Er hat total mein Gehirn vergewaltigt. Alles okay? Nein, wirklich, Leute. Er hat meinen Kopf total zerfickt. Wir haben gekämpft, aber seine Psychokräfte sind zu stark. Also war alles umsonst? Nicht ganz. Ich hab Timmys Handy. Wirklich? Ganz bestimmt ist er auf eine Spur. Bringen wir es zur Basis. Super Craig kann es analysieren. Geilo. Oh Mann, wir haben immer noch keine neue Fähigkeit. Das heißt... Hallo? Ist da der kleine Superheld, dem immer mehr auf Instagram folgen? Deine Anwesenheit wird im Rathaus verlangt. Die Bürgermeisterin von South Park möchte mit dir sprechen. Lass sie nicht warten. Okay. Geht klar, Leute. Ist doch hier, ne? Ja. Geht klar! Auf zum Rathaus. Die Bürgermeisterin braucht meine Hilfe. Und, warte mal. Und wenn die Bürgermeisterin meine Hilfe braucht, dann bin ich zur Stelle. So viel steht fest. Wir sehen jetzt Black and White hier an. Finde ich irgendwie cooler wie das Rot. Hat was. Who is Mysterio? Frag ich mich auch. So, moinsen. Hallo, junger Mensch. Ich bin die Bürgermeisterin von South Park. Ja, kenn ich. Du freust dich sicher, hier zu sein. Nein. Also, hör zu. Du kannst mir vielleicht helfen. Diese neue Verbrechenswelle in der Stadt, das ist kein Zufall. Irgendeine Gruppe oder irgendjemand will mich in Verruf bringen. Je mehr Verbrechen es gibt, desto mehr Leute fordern meinen Kopf. Wer auch dahinter steckt, will, dass ich abgelöst werde. Ich brauche Leute wie dich. Bitte finde heraus, wer hinter der Verbrechenswelle in unserer Stadt steckt. Meine politische Existenz hängt davon ab. Sagen Sie alle meine Termine heute ab. Sie haben heute keine Termine, Ma'am. Hervorragend! Vielleicht, wenn die Bürgermeisterin dir folgt. Wer hätte nicht gern ein Foto mit der allerwichtigsten Frau im Städtchen? Yay! Huhu! Bürgermeisterin McDaniels. So,
Vielleicht, wenn die Bürgermeisterin dir folgt. Die folgt mir schon. Machen wir ein Foto, zukünftiger Wähler. So, jetzt will ich den anderen aber auch haben. Im Namen. Aber ja, ich nehme gern an Social Media Aktivitäten teil. Das ist so wichtig. Sag ich doch. Johnson. Wie viel habe ich denn jetzt schon? Prima, vielleicht sehe ich das in den sozialen Medien. Ich gucke mal gerade, ob ich nicht irgendwo mal was übersehen habe. Nee. Großer Platz. Neuer Artefaktplatz freigeschalten. Nice. Du hast einen ersten großen Artefaktplatz freigeschalten. Große Artefakte erhöhen deine Macht deutlich und verleihen starke Teamboni. Rüste ein Artefakt im neuen großen Artefakt-Slot aus. Zweimal? Wieso habe ich das alles zweimal? Okay. Ah, ich habe nur eins. Platin-Kuhn-Freund Gyro. Verliehen. Okay, da habe ich nur den hier. Okay. Was bringt der so? Nicht viel. Okay. Können wir hier irgendwas craften? Artefakte? Nö. Im Inventar 2? Hä? Cyberwolf-Anzug. Macaroni-Bild. Okay. Im nächsten Kampf versuchen wir mal Moses herbeizurufen. So. Dann gehen wir jetzt nach links zur Haltestelle und fahren zum Kuhn-Versteck. Oder? Doch, ja, das klingt nach einem Plan. Ich mag das Kostüm voll. Ich bin voll der Bote Gottes. Ich frage mich immer noch, wer Geralt ist. Bestimmt kam es irgendwann mal und ich habe es vergessen. Wer ist Geralt? Flash, ich brauche deine Hilfe. Moinsen. Ich bin der schnellste in der Stadt. Echt? Zack. Renn lieber schnell. Mach ich. Nun sind die aktive Erholung, wenn du getroffen wirst, und Motivativanzeige. Boah, das kann man nicht lesen. So schnell. Ich brauche einen langsameren Computer. Freie Nachricht. Kundenfans haben die Freedom Pause im Civil War besiegt. Wer ist der Kuhn? Hashtag, wer ist der Kuhn? Liebe. Mich. Ich. Mom. So. Nein! Fuck. Liebe. Hey. Mich. Ich. Mom. So. Ich bin da, Leute. Ach, da bist du ja wohl. Kann der losgehen. Arsch. Na gut, an die Arbeit. Was hast du gefunden, Super Craig? Auf Tebis Handy sind ein Haufen Notizen. Irgendwas über eine Frau, die Infos über das Verbrechen hier in der Stadt hat. Welche Lady? Hier steht nur, findet die Frau mit dem Penis-Tattoo. Welche Frau ins Hausbank hat ein Penis-Tattoo? Ich weiß nicht, Mosquito. Aber die Freedom Pearls glauben wohl, sie führt zu der verschwundenen Katze. Wenn die Freedom Pearls sie vor uns finden, bekommen die $100 Belohnung. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen das Freedom Pearls-Franchise unbedingt verhindern. Und zwar sofort. Dann müssen wir die Frau mit dem Tattoo heute Nacht finden. Blitzfreak hat recht. Wir müssen uns heute Nacht aus dem Haus schleichen und die ganze Stadt absuchen. Was meinst du? Bist du dabei? Hör mal, wenn du zu Conan Friends gehören willst, musst du lernen, wie man kommuniziert. Ja, wer hat den Typ überhaupt eingeladen? Leute, chillt mal. Er hat es nicht leicht. Als er 6 war, hat sein Dad seine Mom gefickt. Was? Sorry, sie mussten deine tragische Hintergrundgeschichte erfahren. Wunderarsch traut keinem, weil sein Dad seine Mom gefickt hat und er es nicht verhindert hat. Das ist völlig unlogisch. Ich weiß. Wie kann dein eigener Vater deiner Mutter sowas antun? Captain, der Dad von jedem fickt die Mom von jedem. Hä? So läuft das, Idiot. Unsere Dads haben unsere Moms gefickt. Ach so.
Dann hat dein Dad also auch deine Mom gefickt, Kyle, hä? Ja, mein Dad hat meine Mom gefickt. Deswegen gibt es mich. Klau ihm seine Hintergrundgeschichte nicht. Du bist so verdammt dämlich. Jeder Mensch auf der Erde, jeder, hatte einen Dad, der seine Mom gefickt hat und... Halt, halt, das spielt jetzt im Moment keine Rolle. Wir müssen die Lady mit dem Schwanztattoo finden. Ja, gehen wir nach Hause und bereiten uns auf unsere Nachtmission vor. Los geht's, Kuhn-Freunde. Er ist so ein verdammter Idiot. Schon gut, ruhig Blut. Tut mir echt leid, dass die anderen so rücksichtslos sind. Leute hassen, was sie nicht verstehen. Hiermit ernenne ich dich zum vorläufigen Sidekick. Geh nach Hause und schleich dich später raus. Weitere Infos folgen. Kostüm ablegen? Nein, warum? Soll ich mein Kostüm ablegen? Ist der behindert? Kacke, hör auf! So. Okay, bei Nacht können wir dann auf jeden Fall schon mal Dings helfen. Ich wüsste jetzt auch nicht, was wir sonst noch machen sollten. Ja, wir gehen jetzt heim. Müssen wir da laufen? Müssen wir laufen. Okay, wir gehen jetzt heim. Führe noch ein paar letzte Tests durch. Der Kyle-Seil-Express zur Hauptstadt ist fast einsatzbereit. Okay. Wo ist denn unser Haus? Ist das nicht das hier gewesen? Ja. Okay. Ich bin ja an meinem Haus vorbeigelaufen. Kann ja mal vorkommen. Kostüm ablegen? Nein! Muss ich es echt ablegen? A, D, A, D. Wow. Wie kommst du überhaupt auf die Idee, mit dem Vertrauenslehrer zu sprechen? Wieso gehst du ans Telefon? Hast du deinen Scheißverstand verloren? Unser Kind wollte zum Vertrauenslehrer gehen. Ist dir das etwa völlig egal? Und du hast ihm die Wahrheit erzählt? Ja. Ich habe gesagt, wir wissen von den Gender-Problemen unseres Kindes. Du dumme Schlampe! Du versaust uns noch alles! Sowas muss ich mir von einer zugedröhnten Kiffnase nicht anhören! Ich muss was trinken. Klar, ertränk deine Probleme im Chardonnay, du blöde Fotze. Oh, hallo, mein Schatz! Hast du schön draußen gespielt? Ich bin ziemlich müde. Ich gehe dann mal langsam ins Bett. Essen steht auf dem Tisch, wenn du willst. Aber dann gleich ins Bett, okay? Kiffnase! Säuferin! Alter, da denkt er sich so eine mega krasse Geschichte aus und eigentlich haben wir schon eine üble Hintergrundgeschichte. Sogar eine echte. Geh in dein Zimmer und schlaf. Hier ist ja sonst nichts. Wir rausgehen? Ne, ist noch nicht dunkel. Ist noch nicht dunkel. Also gehen wir in unser Zimmer. Aber unsere Eltern sind jetzt in ihrem Zimmer, ne? Wir sind heute den ganzen Abend weg. Du kannst heute Nacht bei der Mission als Kite-Basis benutzen. Gesperrt. Ach, warte mal, das habe ich geschafft. So wie es gerade... Deswegen war da ein Haken dran. Ach, das war ja einfach. Hä? Ich check's immer noch nicht manchmal. Egal. Aber das habe ich ja genau... Das war ja das Einfachste überhaupt. Okay. Dann gehen wir mal in mein Zimmer. Und... Oh, wir haben neue Sachen. Emo-Ponys. Und Tüte mit Tiupuritus. Okay, schlafen. Schlafen! Schatz, ich will nur, dass du eines weißt. Was immer passiert, deine Mami liebt dich. Gute Nacht, Schätzchen. Nacht. Die Nacht. Sie bringt Fieslinge hervor. Doch zum Glück entspringt der Nacht auch noch was anderes. Der Kuh. Der Kuh.
Oh ja. Der Bote Gottes ist zurück. Aber was der Bote Gottes genau macht, erfahren wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend, was auch immer gerade ist. Bis dahin, Veritas ist raus.